Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dich heute hier begrüßen, hier zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich möchte dir heute hier eine Ölmühle heute hier euch hier vorstellen. Hier finde ich eine echt coole Sache natürlich. Ja, das Ganze ist jetzt hier, wie wir jetzt hier sehen, schon aufgestellt. Wir brauchen hierfür, um die Sachen natürlich produzieren zu können, brauchen wir entweder hier einmal Raps oder Oliven oder Sonnenblumen. Dann kriegen wir einmal Rapsöl, Sonnenblumenöl oder Olivenöl raus. Das Ganze kostet hier 80.000 Euro in Anschaffung, 60 Euro Unterhalt im Monat. Ja, und wir haben hier eine Ladekapazität hier von 144.000 und ja, produzieren tun wir hier bei den 10.000 Liter, habe ich also so mal festgestellt. Und ich habe jetzt hier schon 110.000 Liter Sonnenblumen drin. Wir produzieren jetzt hier, wie wir sehen, also hier Sonnenblumenöl. Finde ich eine coole Sache. Das Ding läuft ein bisschen langsam. Ja, schauen wir auch gleich natürlich mal hier in unsere Mühle mal rein. So, jetzt sind wir jetzt hier drin. Da sehen wir jetzt hier. Haben wir das hier schon die Produktion, jetzt die hier Zyklus, jetzt die hier also Monate, was das jetzt genau bedeuten soll, hier also 4800, was ist denn das, Stunden oder was, ich weiß es jetzt auch nicht. Ja, jetzt sieht man das, was jetzt gerade läuft, Produktion, diese hier ist jetzt nicht aktiv, wie wir hier sehen. Ja, schauen wir auch gleich hier an dieser Stelle hier auch gleich mal hier unsere Lok mal an. Ja, sehen wir hier, unsere Lok hier ist sauber. Finde ich super tolle Sache. Ich finde hier, dieser Mod ist eine coole Sache. Man kann das zum Beispiel dann auch womöglich noch verkaufen oder für weitere Produktionen hier natürlich hier verwenden. Ja, ich hoffe, euch hat hier mein Video natürlich gefallen. Wenn ja, schaut es doch wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.